Knochen auch gehört. Okay, wir gehen in den leichten Handsprünge. Noch vier. Noch drei, mal so lang. Zwei. Letztes Mal. Wir marschieren am Platz. Mal stehen, auf. Vier. Und drehe mal kurz. Letzten zwei. Schieb die Schulter nach hinten. Wunderbar. Sieht gut aus. Groß. Noch zwei. Letztes Mal. Und wir gehen tief. Du gehst zum gegenüberliegenden Fuß. Bam. Streckt beide Arme aus und ihr geht in die Windmühle über. Hin, zack. Noch vier. Drei. Letzte zwei. Bleibt tief. Und geht mal nach vorne. Deutet eine Liegestütze an, aber geh nicht ganz durch. Und wieder zurück. Hoch. Und tief. Ein bisschen was für den Kreislauf tun. Eine Liegestütze andeuten. Und wieder zurück. Letztes Mal. Wir gehen vor. Du bleibst in der Stütze. Und machst vier davon. Vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Nimm dein linkes Bein nach vorne. Wunderbar. Und bleib einfach mal hier. In einer Hüftbeuger-Stretching-Situation. Okay, du kannst den Ellbogen neben dein Knie ablegen, neben deinen Fuß. Einmal aufrotieren und wieder zu. Auf und zu. Auf. Letztes Mal. Wunderbar. Gehst in einen herabschauenden Hund vom Yoga. Deine Fersen gehen in den Boden rein. Schön abwechseln. Tick, zack, tick. Zack, das dehnt deine Waden dabei. Nimm das rechte Bein nach vorne, nach oben und bringst vor. Sehr gut. Schön vorne angekommen. Kannst das Knie entweder abstellen bzw. halten. Das dehnt den Hüftbeuger schon mal ein bisschen vor. Ansonsten gehst du mit dem Ellbogen neben deinen Fuß und rotierst wieder auf. Schaust der Hand hinterher und zu. Der Rücken bleibt schön gerade, der Kopf in der Verlängerung. Noch zwei. Was ich sehe, sieht gut aus. Letztes Mal. Wunderbar. Sehr gut. Dann stellst du dich mal wieder ab. Gehst mal mit den Knien richtig schön einmal anbeugen. Wunderbar. Deine Hüfte kann mitrotieren. Das Ganze so ein bisschen weich, geschmeidig machen. Vor allem warm. Letzten drei. Zwei. Wunderbar. Kommst zum Stehen. Gehst am Platz. Wie geht's euch? Ich hätte gerne einen Daumen hoch, wenn es gut ist. Fühlt ihr euch warm? Ich habe erst angefangen. Sehr gut. Na ja, das Warm-up. Okay, wir fangen an mit dem ganzen Walk. Ich habe den Timer verloren. Okay, und zwar, wir starten mit High Knees. Richtig schön nach oben, okay? Auf die Plätze.
Ihr habt noch 14 Sekunden. Siehst du nicht? Kannst du schon sein. 2. Und wir kommen wieder hoch. Jumping Jacks. Hoch. Hoch. Sehr schön. Ihr könnt es natürlich ein bisschen schneller machen, wenn ihr möchtet, ne? Aber ich sage euch schon mal, in 8 Sekunden beginnen 30 Sekunden Burpees. Pause. Und Burpee, komm. Sehr schön, noch 18 Sekunden. Ihr könnt gerne ein ganz bisschen nach unten gehen und hochschieben. Aber nicht hoch, sondern eher mehr nach unten. Tief, tief, tief. Noch 8 Sekunden. Und Pause. Ihr geht in die Push-Up-Position und Liegestütze. 30 Sekunden. Könnt gerne verkürzen oder die lange machen. Wer keine Liegestützen machen kann oder mag, kann Planke machen. Noch 5 Sekunden. Super. So halten. Sehr schön. Ihr könnt euch gleich auf den Rücken legen. Und wir gehen. In Bicycle Crunches. Also
schön die Ellbogen weg von den Ohren. Rücken ist fest, Bauch ist fest voran. Ist dann schon fast ein bisschen angenehm, oder? 10 Sekunden, go! Ihr könnt auch hier ein bisschen Gas geben, wenn ihr das wollt. Pause kurz. Bleibt gleich am Boden liegen. Du nimmst die Beine hoch und senkst sie ab. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Wunderbar. Bauchnabel ist fest nach hinten. Rücken tut ihn nicht weh dabei. Ihr habt es noch 7 Sekunden lang. Wunderbar. Kurz ablegen. Wir machen das Klappmesser. On go. Hoch. Sehr gut. Die andere Seite. Schultern wieder übereinander. Dass ihr euch nicht verletzt. Der Kopf ist in der Verlängerung schön gerade. Könnt ihr verkürzt machen, ihr könnt die geraden machen. 10 Sekunden noch. Schafft ihr. 5, letzten 2, kurz auf den Rücken legen und einfach nur die Banane halten. Das kann man. Sehr gut. Ihr habt noch 9 Sekunden. Und Pause. Sehr gut. Jetzt nimmst du beide Knie nach oben. Kannst dich mal ganz kurz klein machen. Wenn du möchtest, kannst du auch den Kopf zwischen die Knie stecken oder versuchen. Kannst gern so ein bisschen an den Knien entlang drehen und in die andere Richtung. Sehr schön. Knie nach vorne ziehen und zurück. Wunderbar. Du greifst in die Kniekehle ein und kommst zum Sitzen hoch. Wunderbar. Noch ein bisschen Kamera klappen. Sehr schön. Mach mal ein Sitzen vor. Streckst mal die Beine aus. Lehn dich nach vorne. Wunderbar, wer kann und mag, kann natürlich auch vorgehen. Einmal nach hinten. Wenn du möchtest und es geht, kannst du nochmal natürlich ganz weit aufmachen. Dich
vorziehen. Rücken ist gerade, deine Füße sind nach oben, die Knie zeigen zur Decke. Und du lehnst dich einfach nur schön nach vorn. Das Ganze dehnt in der Innenseite, hinten schön. Aufrecht mit dem Oberkörper natürlich. Gerade dich mal ganz weit vor. Und du gehst mit beiden Händen zu einem Fuß. Sehr gut. Einmal reinlegen. Kannst dich über oben lang ziehen. Atme schön in die Seite ein. Einatmen beim Ausatmen, geht in die andere Richtung. Und wieder mit beiden Händen zu deinem Fuß. Sehr gut, du krabbelst wieder in die Mitte. Lehn dich nach hinten, greif in die Kniekehlen ein, einmal schließen. Du kannst über die Seiten hoch oder die aufsetzen. Versuch die Fersen in den Boden reinzudrücken. Richtig schön. Sehr gut. Jetzt streckst du den Po nach oben. Richtig schön gerade. Die Knie anbeugen. Auf die Knie und langsam nach oben strecken. Wunderbar. Strecken, Schulter nach hinten drehen. Sehr gut. Nimm das ein Bein nach vorne, das andere bleibt hinten gestreckt. Du lehnst dich vor. Einmal nach oben. Es dehnt den Bauch ein bisschen. Deine Hüfte ist immer noch parallel. Nimm die Arme über die Seiten nach unten. Streck das vordere Bein und bestellt sich auf das hintere Bein und lehnt sich nach vorne. Drehen wir mal zur Seite, dass ihr seht. Wunderbar. Einmal anbeugen, langsam hoch. Sehr, sehr gut. Wenn du möchtest, kannst du jetzt das Bein, das du gerade gedehnt hast, nach hinten bringen, Hüfte nach vorne schieben. Schön gerade, Hüfte vorschieben. Sehr gut, das nach vorne nehmen. Und vorne festhalten. Sehr schön. Wieder zur Seite abstellen. Du gehst mit dem anderen nach vorne. Ferse ist hinten unten und du lehnst dich vor. Es dehnt die Wade richtig schön. Geh wieder von der Seite, dann könnt ihr es vielleicht besser sehen. Seite nach außen. Stellt sich auf das hintere Bein, das vordere bleibt gestreckt und du lehnst dich nach vorne. Dehnt wieder hinten alles schön. Sehr gut schließen. Langsam Wirbel aufrichten, auch wieder hier ausbalancieren, das Bein nach vorne nehmen, Hüfte vorbringen. Halten. 4, 3, 2 noch. Bring das Knie nach oben. Sehr schön. Stellst du dich weit, breitbeinig auf. Nimmst die Arme nach außen. Einmal nach vorne. Als würdest du dich irgendwo wegdrücken. Dann nimmst du einen Arm. Schulter bleibt tief. In die andere Richtung. Sehr schön. Über die Seite nach oben. Einmal richtig hoch, hoch, hoch und jetzt nimmst du die Arme nach unten, schiebst die Schulter nach unten, beugst einen Ellbogen an und drückst ihn gerne, wenn es sein muss, mit dem anderen noch weiter runter auf die andere gegenüberliegende Schulter.
Kopf darf sich bitte noch bewegen. Wechseln. Auch hier die Schultern unten lassen. Kopf kann sich noch bewegen. Sehr schön. Schieb die Schultern nach hinten. Jetzt nochmal nach hinten, Po raus. Wirbel für Wirbel aufrichten. Zweimal noch. Tief. Wirbel für Wirbel.